So, hallo, wieder kurzes Rumgelabert zu Beginn zu einem Black Screen. 13. März, Quatsch, am 18. März, ich kann lesen. Am 18. März 2019 habe ich die Demo zu Super Mario Travelers gespielt, die damals rausgekommen ist. Mittlerweile ist die Demo größer geworden. Und es gibt ja viele jetzt, die durch Mario Maker, glaube ich, auch hier auf den Kanal gekommen sind, die das alles noch nicht kennen. Also spielen wir das ganze Ding einfach nochmal von vorne. Sie hat mittlerweile 19 Exits und wurde natürlich alles stark aufgebessert und so weiter und so fort. Auch das ein Hack von Stevie Boy. Wenn wir jetzt diese Demo gespielt haben, haben wir alles von Stevie Boy, was es aktuell gibt, dann auch durch. Und jetzt müsste ich noch ZMZ öffnen. So, ich dachte, ich schaffe das in der Zeit, während ich quatsche. Leider habe ich jetzt wieder nur gequatscht und nicht geöffnet. So, jedenfalls begrüße ich euch zu Super Mario Travelers, der finalen Demo. Leider noch nicht das finale Spiel, das wird wohl noch ein Weilchen dauern. Aber es ist die finale Demo. Und das sind als auch praktisch neue Grafik und so weiter alles drin. Da steht sogar The Final Demo. Ja, 2018 bis, man weiß es nicht. Es ist eine Kollaboration mit Russian Man. Und ja. Wir. Ich kann wieder nicht reinklicken. Ah, lass mich spielen. Nein, lass mich spielen. ZMZ, lass mich spielen. Lass mich spielen. Dankeschön. So, und wir starten einfach von vorne. Ich will es nicht skippen, weil manche kennen die Cutscenes vielleicht nicht. Das heißt, wir werden die uns einfach mal durchschauen. Somewhere far away from the Mushroom Kingdom. Mario läuft. Oho, was ist da denn in der Luft? Mario läuft weiter. Mario hat das gefunden, was runtergefallen ist. Es ist ein Ding. Ah, phew. I finally arrived. I really hope I'm in the right place here. That was not fun at all. Oh, greetings, stranger. I'm sorry if I startled you. You've probably never seen an alien before, as you humans call it. Don't be scared. I come in peace? Is that what they say? Oh, pardon me. I haven't even introduced myself. My name is Glubitadosaya. Das Ding ist Glubitadosaya. You may not believe me, but I just came from my home planet, Hyvatia. Now, stranger, may I know your name too? Mario? Wait, people also call you Super Mario? Hold on, could it be? Were the legends true? And you are the first person I meet on this planet? Okay, Mario, listen now. I want you to guide me through this place a bit. Then I will tell you everything and why I was looking for you. Yay! Und der Kollege folgt uns und ist immer die ganze Zeit dabei. Hatte in der Demo, also in der ersten Demo, allerdings keine weitere Bewand, ich wollte gerade sagen, habe ich ihn offgescreent. Keine weitere Bewandtnis. War also einfach nur dabei. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt mehr Dings bekommen hat. Oder ob er einfach weiterhin quasi da ist. Alright, I need you to listen very carefully now, Mario. This is going to be very important and I want you to understand everything. Me and my family live on a planet called Hyvatia. From here, it's about the same distance as Saturn. Hyvatia has existed for over 6 billion years. Life is really peaceful there. I am 19 years old. In Earth years, however, I am about 558.6 years old. I was always fascinated about Earth and life on it. So were my family. Like I said, life there is peaceful. We also have our own god. We call him Custos. Right near our village is a giant statue of him. There are legends that he fought evil on Hyvatia 50,000 years ago and is now asleep. We don't know if he will ever wake up again. Now, about 3 Earth years ago, something happened. Right over Custos' statue, a gigantic dark and round object formed. It was cold and the sky went dark. Die Grafiken sind schön. Ich weiß gar nicht, ob die in der ersten Demo auch waren. Ich kann mich nicht erinnern. The massive orb released some kind of energy that possesses anything that's alive, including my family. Their skin turned dark and purple and they went motionless. Some only stood, not moving a muscle. Luckily enough, I knew how to escape. My brother is a scientist and I invented a machine that can somehow shrink you, so you can float and survive anywhere in the universe, even without oxygen.
Oder Oxygen, sagt man, glaube ich. That is how I got here. It took me about 3 years. I was determined to find someone who can help us, because while we were studying Earth, we heard legends of a heroic former plumber. He would always save his beloved princess and help his friends when they were in trouble. He even saved the universe twice. People call him Super Mario. Now I know the legends are true. Mario, our world needs your help. My family needs your help. If we do this together, we can find a way to stop it. I know it's going to be tough for both of us, but I believe we can do it. While I tried to escape, I noticed that the massive orb has generated thousands of smaller orbs, and I actually feel a positive energy flowing through them. They have been scattered across the galaxy, which means that there must be hundreds of them here on Earth as well. If we collect them and use their positive energy, we might be able to destroy that massive orb. So, Mario, will you join me? Hyvatia is doomed without you. We need you. Okay, you will. Awesome. I knew you were just like in the legends. But how do we get to Hyvatia? Oh, you know someone who could help us? Awesome. Well then, let's go. You lead the way, Mario. And so a new adventure began. Mario and Glubita went on a journey to try and get to Hyvatia. Find out what caused the giant orb to appear and destroy it. A long and dangerous adventure awaits them. Ja, das ist so lang, dass es noch gar nicht fertig ist. Okay. Ja, die Pokémon-Musik ist noch da. Das ist Azuria City, glaube ich. Oder Azalea City, auf jeden Fall im Englischen. Auf jeden Fall ist es Pokémon-Stadt. Das weiß ich. Aber die Oberwelt sieht ein bisschen neu aus. Und damals war die Demo irgendwo da oben zu Ende. Soweit ich mich noch erinnern kann. Egal, wir spielen jedenfalls. Ich werde durch die ersten Level ein bisschen durchwaschen. Weil wir die alle schon mal gesehen haben. Und mein erstes Video zur Demo ist 50 Minuten lang. Da habe ich mich sehr ausführlich mit allem umgeschaut und mich auch angestellt in manchen Leveln. Aber das geht gar nicht kaputt. Aber das geht auch gar nicht so kaputt. Hui! Okay, aber, ja. Wie gesagt. Ah, da ist so ein Orb-Ding. Das sind praktisch hier so Collectibles. Ihr seht, es gibt drei in jedem Level. Da oben sieht man es oben. Ja. Schaut in eine von den beiden oberen Ecken, dann wisst ihr, welche Ecke ich gemeint habe. Ah. Okay. Das ist also wie Starcoins. Oh, das ist interessant. Die gehen gar nicht kaputt. Oha. Als Dings sind die OP. Da habe ich keine Chance. Da kann ich die nur so besiegen. Okay. Alles kann man vernichten, aber sobald sich die Goombas formieren, sind sie gegen Feuerblumen immun. Sick. Sick. Oh. Achso. Plop. 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 So, das war Nummer 2. Sehr schön. Midway Point. Ich muss kurz testen. Ich werde einmal ganz kurz ein Save Set setzen. So. Mich einmal umbringen. Ich will nur kurz wissen, ob die eingesammelten gespeichert werden. Yes! Dann kann man auch hier weiterspielen. Dann brauche ich den Save Set nicht laden. Dann war es jetzt einfach nur, um das zu testen. Das ist okay. Power-Up krieg ich ja so wieder. Gut, sehr schön. Die werden also gespeichert. Das war dumm. Das sollte man auf jeden Fall am Anfang gleich mal testen, bevor man da feststellt, dass es schief läuft. So. Ups. Jetzt hier ein kleines durch ist natürlich schon ein bisschen aufregend, ne? Oh nein! Jetzt habe ich die alle gekillt, ne? Ah, ist jetzt... jetzt ist sie auch wieder normal. Ah, das ist jetzt ungünstig gelaufen. Kommen die irgendwie wieder? Nein, wenn ich die... Moment, aber ich bin ja jetzt groß. Dann müsste ich mich da doch Damage boosten können. Nice. Zum Glück war die weit genug, nah genug.
Wow, das hätte auch schief können. Oh, hi. Und da ist das Ziel. Sehr schön. Zack. Level Nummer 1. Mit Sonic-Finalmusik. Oh nein, er ist schneller. Der Goomba-Turm ist schneller, doch nicht. Okay. So, zack. Beach Balls at Sunset. Und jetzt sieht man, hier oben ist jetzt, neben dem 1-1, ist jetzt, so ein gelber, lila Orb. Da habe ich alle gesammelt und hier noch nicht. Okay. Auch an das Level erinnere ich mich, glaube ich, noch. Also da ist jetzt tatsächlich, da müsste ich jetzt eigentlich die ersten Folgen, naja, wenn man 100 Münzen hat, kriegt man einen Stern. Das ist also relativ random. Kann eine manchmal nützlich sein und manchmal nicht so. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Mist, was wollte ich sagen? Ich hab's komplett vergessen. Wait, wie komme ich? Ach so. Natürlich. Vor dem Stern wollte ich irgendwas sagen. Ich hab's echt vergessen. Ach, egal. So wichtig wird's nicht. Huch, ja, tschüss. Da muss der einfach mal los. Huch. Ja, jetzt. Wirkt es nur auf mich so komisch, dass die Boxen so kurz hell leuchten, wenn man die anspringt? Weiß es nicht. Irgendwie passt es nicht ganz zum... hier, das ist so ein kurzes, helles Leuchten. Zum... Abendliche, zur abendlichen Stimmung. Nicht, dass es mir wichtig ist. Mir völlig wurscht, ob die Boxen leuchten oder nicht, aber es ist mir gerade aufgefallen. So. Midway Point. Diesmal haben wir nur einen Orb gefunden. Ich hoffe, das waren auch alle, die wir bisher finden konnten. Oh, jetzt wird es aber richtig finster hier. Der HDMA-Effekt ist auch ziemlich schön hier. Der macht eine ziemlich ordentliche, interessante... ja, das war nicht so gut. Stimmung. Ah, da haben wir wieder unseren Stern. Hä? Ach, der kommt da raus. Hä? Oh, was? Lul. Okay, meinetwegen. Das war Nummer 2. Gib mir den Pilz, dankeschön. Wow, nein, das war nicht so gut. Direkt nach dem Pilz das Ding verlieren, das heißt, so schnell werden wir keinen Pilz mehr bekommen. Oh mein Gott. So schnell werden wir keinen Pilz mehr bekommen. Oh, oh. Ah, da ist er. Sehr gut. Er war gnädig, was Pilze angeht. So, vorsichtig, schnell hier durch. Ich wette, ich muss da nach links für den letzten Orb. Yo, nice. Okay. Ah, ich muss die besiegen. Aua. Okay, eine noch. Gut. Okay, sehr schön. Prima. Zweites Level geschafft. Ach so, ich wollte, glaube ich, sagen, so richtig blind ist es jetzt nur teilweise. Eigentlich die ersten Level hier ist überhaupt nicht blind. Ach, das Ding hat noch einen Secret Exit. Ah, nee. Das hat... Da hat es jetzt noch einen Secret Exit oder ist das einfach nur dieser zweite Exit hier runter, der schon begehbar ist? Ich gehe nicht nochmal rein. Bunkies Infohaus. Das ist, glaube ich, neu. Daran kann ich mich nicht erinnern. Das heißt aber nichts. Welcome to the Infohaus. Here you will find all the info you need for your game. Press up on the signs to read them. You've probably figured out that by now. Also, please knock before you come into my room, Bunky. So, was ist das hier? There are 3 Dark Orbs in every level. When you collect them, they stay collected when we entering the level. Ja, sehr schön. Hatten wir schon. The Orbs will only get saved when you collect all 3 in a level and save the game. Good. Yellow dotted levels have 1 exit. Red dotted levels have 2 exits. So.
Blue dotted levels also have a secret, but they don't reveal a new path on the overworld. Okay. Aber das heißt doch jetzt, der rote hat noch einen zweiten Exit. Also das Level da oben hat noch einen zweiten Exit. Also müsste ich da nochmal rein. Das ist ein Bossraum wahrscheinlich. Boss levels have a sign next to them with a number on it. The number indicates in how many levels you have to collect all dark orbs to... Ah, okay. There are no lives in this game, so you cannot game over when you collect all dark orbs. Das hat man schon mit dem Stern. Genau, und... The game saves every time you beat a level. Yo. Und Start Button saved auch. So, und hier muss ich klopfen, bevor ich reingehe. Klopf, klopf. Ich hab geklopft. Ich schwöre. No way could it be Mario, my old pal. It's so good to see you again. I haven't seen you since you met me on your last journey. Oh, I see you've brought a friend too. You must be Bunky, I assume. Well, it's nice to meet you. I guess you've already met Mario before. Hmm, I see. You really seem to like your mangas and video games. Oh yeah, unlike most Boos, I'm pretty nerdy. I moved out of the dusty old mansion that was full of other Boos. Now I live by my own and it's great. I don't even have to pay taxes. Wer sich an... Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Hack hieß, aber an den einen Hack von Stevie erinnert, wo wir Bunky, eine Switch und so weiter besorgt haben. Ich glaube, das war ja... By the way, check this out. I'm playing this ROM hack and the creator put me in it. How crazy is that? I wonder if he'll put me in his next project. Who knows? Ja, Bunky scheint irgendwie überall aufzutauchen. Bei Stevie. Well then, Mario, it's been nice to see you again. I'm guessing you and your friend are on a new adventure now. If so, I wish you lots of luck. See you later, man. Es ist auch, Stevie ist sehr so... Da ist die Switch nochmal, die wir ihm geholt haben. Und irgendwo muss noch ein 3DS rumfliegen. Aber war jetzt Bunky einfach nur so ein kleines Easter Egg? Wahrscheinlich ja. So viel mehr ist jetzt nicht passiert. Okay. Ja, Stevie ist sehr auf so Atmosphäre und Story und kleine Easter Eggs und sowas besinnt. Das ist immer ganz cool. Jetzt gucken wir mal, ob ich einen Secret Exit hier finde. Oder ob das damit gemeint ist, dass man da runter zu dem Infohaus kann. Und es keinen Secret Exit speziell gibt. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich da... Puh. Irgendwo hingehen könnte noch. Irgendwo unten durch oder so? Keine Ahnung. Ich gucke jetzt mal darunter jeweils, ob ich da irgendwo was sehe, dass ich da irgendwas verpasst haben könnte. Aber da unten geht es auch nicht lang. In der Röhre waren wir drin, ne? Ah, ne, das ist die Röhre, die da rausführt. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Ich habe irgendwie so ein Déjà-vu, dass ich das schon mal was gesucht habe in dem Level. Aber wir lassen das, glaube ich, jetzt erstmal. Ich glaube, aktuell können wir hier noch nichts machen. Jetzt wird es wieder dunkler. Da. Wait. Aber jetzt geht das Screen höher immer. Ah, da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Ah ja, jetzt geht das Screen immer höher. Jetzt weiß man erst recht nicht, wo noch was sein könnte und wo nicht. Aber aktuell... Wow, die sind Insta-Kill. Okay. Lassen wir es erstmal und gehen erstmal weiter. Floral Mountain. Oh, daran kann ich mich kaum erinnern. Daran kann ich mich tatsächlich kaum erinnern. Oh, der Dings ist weg. Doch, an die Dinge kann ich mich dann doch wieder erinnern. Will ich da runter? Kann ich da runter? Will ich da runter? Kann ich da... Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte gucken, ob ich höre, ob der irgendwo landet, aber... Es kam anders, als ich dachte. RIP. Okay. Na super. Mach dich mal weg. Okay, also da unten ist nichts.
dann einfach weiter. Lass mich in Ruhe. Oh, geh weg. Oh nein, kein Pilz. Okay, vorsichtig. Wow. Jetzt gibt es aber ganz schön lange gerade keinen Pilz und ich habe noch keinen einzigen Orb gefunden. Oh nein, erstmal den wegmachen. Ist hier ein Pilz drin? Natürlich. Das war nicht, was ich wollte. Nicht ganz, was ich wollte. So. Ah, wait, da oben. Nee, da waren wir auch. Wo ist der erste Orb? Ich bin irritiert. Vielleicht ist das Level halt einfach auch ein bisschen... Oh mein Gott. Länger. Aber irgendwas sagt mir, dass wir den... Dass wir den ersten Orb schon verpasst haben. Alter! Spring, Mario. Wenn ich den Knopf drücke, dann spring bitte auch. Wow. Das war knapp. Okay. Ha, aber ich bin gerade irritiert. Also ich bin schon ein bisschen irritiert. Egal. Hier ist auch nichts. Na, dann haben wir den bisher nicht, weil jetzt sind wir schon hier durch. Jetzt sind wir schon hier, wo wir vorhin runtergefallen sind. Ja, der Stern, man sieht es schon, wäre ich jetzt irgendwie in eine Lücke oder so gesprungen, wäre das halt super suboptimal, wenn man auf Gegner springen müsste, um weiterzukommen. Und dann löst sich gerade der Stern aus, weil dann kann ich natürlich nicht mehr auf den Gegner springen, weil ich dann kille. Oh, das ist unangenehm. So, war die erste, okay, passt. Gut, 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 gut. So, jetzt vorsichtig. Da drüben schmeißt einer mit Boomerangs. Wow, ja, genau. Genau du. Genau du bist gemeint, mein Freund. Okay, komm her. Schön, dass die so langsam fallen. Dann kann man das besser koordinieren, alles. Du nicht. Du eigentlich aber auch nicht. Du nicht! Oh, Mist. Ah, oh, Midway Point. Nice. Sehr gut. Was hat da oben gerade... Guck mal, da flackert irgendwas, wenn ich hier rumhüpfe. War das schon die immer so? Die Statusleiste flackert da irgendwie rum. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Irgendwas macht die Komisches. Aber war das bisher immer so? Ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Man weiß es nicht. Das ist mir aber erst jetzt nur an der einen Stelle aufgefallen. Ansonsten scheint ihr das nicht zu machen. Nein, ich Nuss! Nein, jetzt habe ich es verpasst. Oh mein Gott. Ich werde wahrscheinlich eh nochmal sterben irgendwo. Da kann ich es nachholen. Ah, ich habe das nicht gecheckt. Mist. Ich habe das nicht gecheckt. Warte, wir gehen zurück. Ah, wir spielen nicht Mario Maker. Die Röhre wäre nur rückgängig betretbar. Wenn man sie auch einstellt, ist es nicht Mario Maker, wo sie automatisch wieder zurückgegangen werden kann. Und wieder der Stern. Sonst hätte ich nämlich einfach das Ganze nochmal probiert. Weil es sich ja resettet. Aber vielleicht findet man dann zumindest den dritten Orb. Wäre ja auch was. Wissen dann schon, wo der zweite ist. Okay, hier komme ich nur rein, wenn ich groß bin. Hä? Wofür ist das da, wenn man es nicht nutzen kann? Hä? Oh, wir haben den zweiten auch nicht gefunden. Sick. Okay.
Ah, die Piranha-Ruinen. Ich erinnere mich an einen Bosskampf, der nicht angenehm ist. So, jetzt ist die Frage, wo ist der Orb? Aber in der Demo werden die Orbs jetzt noch nicht so die riesige Relevanz haben. Ich denke, mit denen werde ich mich jetzt eher nicht aufhalten. Aua. Sondern einfach mal gucken. Oh mein Gott, was tue ich? Sondern einfach mal gucken, was so an neuen Leveln alles da ist. Das ist eher so das, was mich jetzt hier interessiert. Wenn ich ehrlich bin. So, da oben waren wir schon. Oh mein Gott! Ja, okay. Lass mal das Orb-Ding hier mal. Wenn wir es brauchen, später können wir es uns noch holen. Ansonsten würde ich mir das erst holen, wenn wir das richtige Spiel spielen, so in ein paar Jahren. Machen wir jetzt noch die Piranha-Runes. Die kenne ich noch grob. So. Dann sind wir, glaube ich, auch fast schon wieder so weit, wie wir in der Demo. Oh ja, die Dinger hier. Das ist unangenehm geworden später. Mal gucken, ob ich mich wieder so anstelle. Ja, geht schon los. Da habe ich mich furchtbar angestellt in der Demo. Ui, da war nichts. Okay. Oh boy! Ja, super. Okay. Also manchmal hat es irgendwie noch so grafische Aussätze. Ich weiß aber nicht, das kann auch an ZMZ liegen. Auf der Seite steht, man sollte es am besten mit Dingens spielen. SNES 9X. Wow, 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 wow. Aber spielbar ist es ja auf jeden Fall. Kann aber sein, dass diese Grafikfehler sozusagen, die wir da immer mal. Ach ja, das war der Spaß. Ich erinnere mich. Ich will mich nicht erinnern. Oh no. Ja, da ist jetzt ein Orb, an den muss ich ran. Indem ich die Dinger hier. Oh nee, jetzt kommt dieses Ding wieder zurück. Ja. Genau das war damals das Problem. Oder bin ich hier zigmal gestorben? Nein! So, schnell. Fall. Komm schon. Nein! Da geht er gerade kaputt. Oh, warte mal! Oh, was? Ich hätte schwören können, das funktioniert. Oh mein Gott. Das funktioniert nicht mit den Stachis. Das ist. Wow. Das ist ja ungünstig. Jetzt kommt das Ding wieder. So, wir machen hier mal mehr auf jetzt. So. Dann haben wir da weniger Probleme. Einmal den Anträgern. Oh, schneller. Bin ich wieder zu langsam. Okay, we did it. Muss ich dann nur reinkommen? Nice. Und wieder raus. Ja, das wird jetzt ungünstig. Ja, genau deswegen. Aber egal, wir haben das Ding. So, jetzt kommt auch, glaube ich, gleich der Midway Point, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist nochmal so eine Wellenpflanze. Was ist da drüben? Kein Power. Ah, nur Geld. Oh mein Gott! Also, das heißt, nur Geld wäre ja auch, wenn ich 100 habe. Bin ich ja kurz unverwundbar. Ist ja auch nicht schlecht. Trotzdem wäre ein Power-Up aktuell besser. Oh nein! Schnell weg hier. Schnell weg da! So, da haben wir noch ein paar ein. Nicht mit aber Dings. Sehr gut, Pilz. Da unten ist ein Orb. Ich weiß jetzt nicht, kann ich da runter? Das sieht irgendwie nicht so aus. Ah, dafür ist der Switch, der macht Blöcke. Na klar. So. Machen wir hier erstmal auf. Und dann. Zack. Jetzt kann ich hier runter. Oh, ist aber vorsichtig. Und die gehen auch wieder weg, ne? Ja.
man hört nur, ganz kurz, bevor sie weggehen. Okay. So, jetzt kann ich den Midway Point auslösen. Alles ist gut. Prima. So, zack. Okay. Jetzt haben wir gerade den. Das ist jetzt natürlich ganz praktisch. Dann habe ich hier nämlich meine Ruhe. Hält auch nicht sonderlich lange, der Stern. Ich glaube, ich habe den letzten Orb verpasst, weil jetzt kommt der Boss. Ja, was soll's. Zwei Orbs haben wir gefunden. Passt schon. Und Pflanzenboss. Mario, the stupid plant is blocking our way and doesn't look too happy either. Come on, we need to defeat it somehow. Auf geht's. Das ist ein cooler Bosskampf. Und ich bin dumm. So, aber er ist an sich nicht sonderlich schwierig. Ihr seht ja, was man tun muss. Ich glaube, 5-mal muss man treffen oder so. Oder 4-mal. Ach, da ist nochmal ein Orb drunter. Ah, da ist mein letzter Orb. Auch cool. Nice. Haben wir das auch geklärt mit dem letzten Orb hier? Sehr schön. Prima. Dann haben wir ein blaues Level gefunden, wo es also ein Secret gibt, was aber keine neuen Wege auf der Oberwelt offenbart. Alles klar. Dann schauen wir uns das nächste Mal an. Und ich guck mal ganz kurz, wie weit die Demo damals ging. Also ich habe die 50 Minuten aufgenommen. Das sehe ich. Aber ich sehe nicht, wie weit die damals ging. Ob wie viel da nach dem Pflanzenlevel hier noch kam. Lass mich mal ganz kurz gucken, dass wir ganz grob sehen, ob der nächste Part dann schon neuer Content für mich ist. Oder nicht. Ich müsste halt mein Video öffnen können. Das wäre ganz cool. So, nicht erschrecken. Gleich redet wieder ein anderer Conan. Oder sowas. Da ist er. Okay, also. Da sind wir in dem Windlevel. Ne, das ist... Was ist das denn für ein Level? Doch, das ist das Windlevel. Das sah nur komplett anders. Ne, das ist ein komplett anderes Level. Das kenne ich gar nicht. Da kommt das Pflanzenlevel. Ich glaube, es sah nur anders aus. Ist egal. Okay, wir saßen einfach ewig lang im Pflanzenlevel. Und nach dem Pflanzenlevel kam dann schon gar nichts. Nach dem Pflanzenlevel war die Demo zu Ende. Ich bin am Ende der Demo. Also, von damals. Nice. Das heißt, im nächsten Part, ab dem nächsten Part ist auch wieder ein neuer Content. Ja, hurra. Sage ich dann nur. Das passt ja perfekt. Sehr schön. Das heißt, ab dem nächsten Part... Neues Zeug. Wir haben es wieder geschafft, in einem Part die Demo aufzuholen. Und können jetzt die nächste große Demo weitermachen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.